Es kann natürlich nicht sein, dass wir eine neue Südbahn haben und es zustande bringen, ein Gleis an einem Flughafen vorbeizuführen und dort nicht stehen bleiben zu können. Die Mobilitätswende stellt uns alle vor Herausforderungen. In der Steiermark setzt man da auf eine Kombi zwischen Straßen- und Bahnausbau. Was sich da genau tut und sich auch getan hat unter Landeshauptmann Christopher Drechsler, erfahrt ihr von mir und von uns gleich nach dem Intro. Bevor wir ins Video reinstarten, ein kurzer Claim unsererseits. Wir hier auf Panthertime, wir haben den grundsätzlichen Anspruch, euch bestmöglich zu informieren oder euch zumindest zur bestmöglichen Grundlage an Informationen zu legen, damit ihr euch dann dementsprechend weiter informieren könnt. Diesen Anspruch, den haben aber nicht nur wir, den hat auch die Steirische Volkspartei, die dieses Video und diesen Kanal unterstützen und so das Ganze für euch erst möglich machen. Und wir starten mit dem ersten großen Thema. Ich habe gerade gesagt, Straße und Bahn. Wir starten mit der Straße und da das heiß diskutierteste Thema ist definitiv die A9 südlich von Graz. Genau, das Problem dort ist zurzeit, dass einfach total viel Stau da ist. Das heißt, man hat sehr, sehr lange Stehzeiten. Ich glaube, es gibt sogar eine Zahl, die du vielleicht kennst, wie die Stehzeiten jetzt aktuell sind. Wir kommen später einfach noch darauf zurück. Man geht auf jeden Fall davon aus, dass die Stehzeiten bis 2040 auf 4 Stunden pro Person pro Woche fallen werden. Das heißt, 4 Stunden in der Woche stehst du nur im Stau. Genau, jetzt würde ich gerade sagen, Stehzeiten sind aktuell 118 Stunden. Ebenso wie du gerade gesagt hast, das soll sich bis 2040, ja. Verdoppeln. Und so genau geht die Rechnung dann auf, dass jede circa 4 Stunden im Stau steht. Ja, das ist schon enorm viel. Und warum ist das Ganze so? Weil die A9 vor allem im Süden von Graz extrem ausgelastet ist. Wir haben da momentan eine Auslastung von 103%, also überlastet. Und das große Problem aber dabei ist es nicht nur das Leid im Stau stehen, was natürlich ein bisschen nervig ist. Ja, weil Start und Stopp natürlich und dementsprechend auch eine viel höhere Umweltbelastung. Sondern auch, dass natürlich viele so schlau sind und einfach ausweichen in die umliegenden Gemeinden, wodurch auch in den umliegenden Gemeinden Stau ist oder teilweise Stau ist in so Gemeinden für Kirchen, Karlsdorf, so in die Richtung. Da stehen einfach ganz viele Autos und es ist einfach extrem viel Verkehr quasi in den Dörfern, in den Gemeinden, neben den Schulen und neben den Hauptplätzen und so, neben den Dorfplätzen, was natürlich nicht sein soll. Genau. Das will man nicht, dass man dann zu Hause ist und aufsteht und da fahren einmal irgendwie schon 50 Autos vorbei, weil die halt einfach keinen anderen Weg haben. Ja, es ist ein bisschen Verlust von Lebensqualität dann auch, wenn du wirklich jeden Tag, also zumindest Montag bis Freitag, einen Haufen Autos hast, die da durchfahren, die eigentlich auf der Autobahn fahren können. Viel schöner wäre es ja, wenn ich in mein Auto einsteige, die Autobahn nimmt, die A9 rauffahren kann, ohne im Stau zu stehen. Also ganz entspannt quasi. Genau, und deswegen fordert Landeshauptmann Christopher Drechsler den Ausbau der dritten Spur, damit die Auslastung einfach ein bisschen sinkt, weil es wird der Verkehr nicht weniger werden unbedingt, sondern einfach anders. Und damit man die Dörfer, die Gemeinden entlastet, das wieder auf die Autobahn bringt und dort auch weniger Stehzeiten hat, möchte man einfach eine dritte Spur. Wenn wir eine Studie haben, dass diese Autobahn eine Auslastung von 103% hat, 103%, sagt einem die pragmatische Vernunft, das ist wie bei einem Kochtopf. Da braucht es Wasser noch nicht einmal kochen. Wenn ich 103% Wasser in den Kochtopf rein tue, geht er über. Und was heißt das bei einer Autobahn? Dass der Verkehr dorthin geht, wo er nicht hingehört. In die Dörfer, in die Orte, vor die Schulen, vor die Spielplätze. Das ist das Problem. Und deswegen gilt auch das Argument der Frau Bundesministerin nicht, neue Straßen schaffen neuen Verkehr. Der ist schon da. Wir wollen nur, dass der Verkehr dort ist, wo er hingehört. Auf der Autobahn und nicht vor den Schulen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Autobahn hast du schneller vorankommen, wenn möglich. Und wenn du die Autos nur im Stau stehen und das vor allem wöchentlich, jeden Werktag, ist das alles andere als angenehm. Und da verstehe ich zum Beispiel auch, dass man auf die umliegenden Gemeinden ausweicht, aber die sind ja auch schon voll. Also irgendwas muss da getan werden. Und unser Landeshauptmann Christopher Drechsler bleibt da weiter dran und fordert das auch weiterhin. Zur Info, wir haben auch schon ein Video samt Ortsbesichtigung wegen der A9, wegen der dritten Spur gemacht. Einfach gerne aufs i klicken und reinschauen. Und jetzt kommen wir von der Straße zur Bahn. Da tut sich nämlich auch schon ganz schön viel. Genau, Schlagwort Choralmbahn, die schon eine Zeit lang gebaut wird und im besten Fall Ende nächsten Jahres dann in Betrieb geht. Aber auch dazu haben wir schon ein Video gemacht und auch da war die Caro schon vor Ort und hat wieder stöbern dürfen sozusagen. Da könnt ihr gerne aufs i klicken und einmal reinschauen. Genau, die Choralmbahn ist nämlich ganz schön wichtig, die wird schon länger gebaut und die Idee gibt es auch schon sehr lang. Und zwar ist der große Vorteil, dass in Graz-Klagenfurt die Verbindung einfach viel besser ist. Es gibt quasi Direktverbindung. Du brauchst nur, wenn das Ganze fertig ist, die ganze Bahn 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt, wo man momentan echt lang braucht.
Tatsächlich war es einmal ein Thema, ob nicht noch eine Haltestelle dazukommt auf der Kornbahnstrecke, nämlich in Grazfeldkirchen beim Flughafen. Man hätte dann quasi per Bus oder so dann die Verbindung direkt zum Flughafen gehabt, was natürlich den Vorteil hat, dass Leute, die mit dieser Bahn kommen, auch direkt den Anschluss zum Flughafen haben und dann nicht erst irgendwie nach Graz reinfahren müssen, dann wieder rausfahren müssen und so weiter, was in Summe ja wieder unattraktiv wäre. So hätte man einfach super schnelle Anbindung zum Flughafen und sehr direkt. Es kann natürlich nicht sein, dass wir eine der wesentlichsten Schienenverbindungen auf diesem Kontinent neu verlegen, eine neue Südbahn haben, einen neuen Wirtschaftsraum erschließen und es zustande bringen, ein Gleis an einem Flughafen vorbeizuführen und dort nicht stehen bleiben zu können. Momentan ist es ja doch so, dass super viele Leute einfach mit dem Auto kommen, das Auto dort parken und dann das Auto dort eine Woche leer steht. Genau, deswegen hat man gedacht, man greift es an und man macht was dagegen. Ja, Landeshauptmann Christopher Drexler hat sich sehr stark gemacht dafür. Das Gegenargument ist allerdings, dass diese 45 Minuten dann nicht mehr gewährleistet sind, also dass man einfach länger braucht, wenn man noch einen Halt dazu einfügt. Genau, das liegt glaube ich daran, dass der Zug halt mit sehr hoher Geschwindigkeit kommt, dann sehr früh Bremsen anfangen muss, damit er quasi die Geschwindigkeit in Grazfeldkirchen so reduziert hat, dass er stehen bleiben kann und dieser Bremsweg so lange dauert, dass man dann irgendwie doch 10 oder 15 Minuten Verzögerung hat, glaube ich. Wissen wir nicht mehr genau, klickt auf Sie, auf die Video ist es auf jeden Fall drinnen. Auf alle Fälle, ich glaube, es ist sogar weniger. Auf alle Fälle geht es einfach um die zeitlichen, also um das zeitliche Problem, dass man da dann länger brauchen würde. Aber es sind auch mehr Haltestellen, wenn auch nicht der Grazer Flughafen, aber auch mehr Haltestellen verbunden zwischen Klagenfurt und Graz. Also es ist für alle in der Region ein riesengroßer Mehrwert, nicht nur jetzt für den Personenverkehr, sondern auch für den Gütertransport. Und es soll auch wirtschaftlichen Aufschwung bringen, da sind wir uns ganz sicher, weil diese neue Bahnstrecke einfach ganz, ganz viel bringt, nämlich den Kärntnerinnen und Kärntnern sowie auch den Steirerinnen und Steirern. Die Südbahn ist für uns eine neue Perspektive. Aber wenn irgendjemand glauben sollte, mit den zwei Tunnels ist jetzt für die nächsten Jahrzehnte für den Süden Österreichs nur, die sollen jetzt eine Ruhe geben, dann wird sich dieser jemand getäuscht haben, weil wir müssen die Lücken zwischen diesen Tunnels schließen. Bruck bis Graz ausbauen, Graz bis Spielfeld ausbauen und es braucht, damit der Süden Österreichs insgesamt wettbewerbsfähig bleibt, auch den Bosruck-Tunnel, die Büren-Schober-Achse. Das ist unsere Forderung an die nächste Bundesregierung. Aber auch die Zugverbindungen Spielfeld-Straß nach Graz ausgebaut werden. Die brauchen jetzt, glaube ich, rund 70 Minuten und ich meine Ende 2030, ja, 2030 herum ist der Ausbau, da ist der Ausbau abgeschlossen. Dort soll es auf jeden Fall verkürzt werden, nämlich dann die Strecke Spielfeldstraße nach Graz in 45 Minuten. Genau, das ist auch wieder ein riesengroßer Vorteil. Also es wird einfach attraktiver, die Bahn zu nutzen. Also jetzt mir kommt vor allem Graz-Klagenfurt, ist dann doch eine Strecke. Und wenn ich weiß, okay, ich brauche nur 45 Minuten, dann überlege ich es mir dreimal, ob ich wirklich ins Auto steige oder ob ich die wesentlich umweltfreundlichere Bahn nutze. Also man sieht wieder, was Politik bringt, was Sachpolitik vor allem bringt, nämlich einen riesengroßen Mehrwert, vor allem für uns in der Steiermark jetzt mit Bahn und was da alles getan wird, auch super für die Zukunft vorgedacht quasi. Wir möchten ja dann doch irgendwie ein bisschen weniger Auto nutzen, ein bisschen mehr Zug, wenn es geht. Und das funktioniert auch anscheinend sehr gut. Zumindest ist da langfristig gedacht worden, dass man Regionen miteinander verbindet, dass man wirtschaftlichen Aufschwung auch in die Regionen bringt und dass es Personen einfach einfacher haben, von A nach B zu kommen. Sehr unkompliziert, ich brauche Karte, ich brauche keinen Führerschein, ich brauche lediglich ein Bahnticket. Und unser Landeshauptmann Christopher Drexler setzt sich eben genau für solche Dinge ein, für Dinge, die unkompliziert ist, ein Bahnausbau jetzt nicht oder ein Bau der dritten Spur, aber für Dinge, die einfach einen wahnsinnigen Mehrwert haben für Steirerinnen und Steirer. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann klickt auf Gefällt mir. Und wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, also zum Ausbau der neuen oder zu den ganzen Bahnstrecken, die jetzt erneuert werden und vor allem auch gebaut werden, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wir lesen es gerne durch. Damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst, so klickt auf Abonnieren.